Ich erkenne nichts. Tja, liebe Freunde, das immer wieder. Und damit moin Mittag und guten Abend da draußen und herzlich willkommen zurück zu Daisy auf der Xbox One X an diesem wunderschönen Dienstag natürlich. Und mit dabei sind eigentlich alle, denn wir sind immer noch im Community-Treffen. Richtig. Und das ist der zweite Part hier. Und der Vogelmann ist auch am Start. Ich? Und eigentlich alle. Sagt nochmal eure Namen. Ich bin der Micha. Ich bin der Sascha. Und Unreally Dear. Oh, ich bin der Malte. Eigentlich Nerdschimera, aber. Ich hab einen Teddybär. So, wo ist Vogelmann? Ich bin der hier, rechter. Der winkt doch. Der winkt? Na klar, ich bin der Sanitäter. Das ist ein Teddybär. So, na gut, dann würde ich sagen, lasst uns mal ein bisschen weitergehen. Gute Idee, gute Idee. Was ist denn Teddybär da einfach hingelegt? Ja, der Scheiße. Der arme Teddy. Ich bin nicht so der Kuschelfreund. Mann. Ach so, was ich mal jetzt noch fragen möchte. Das brennt mir schon immer auf der Seele. Warum kann ich den Puls fühlen von jemand anderem? Ich meine, ich sehe ja, dass er lebt. Das fragt. Auf der PlayStation 4 ist es zum Beispiel so, wenn du. Da siehst du auch den Namen von den Leuten. Und auf PC. Okay. Das ist interessant. Hier sind alle inkognito. Ist einer noch auf dem Klo? 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab das Gefühl, einer fehlt. Einer. Ja? Ja. Der ganz in Schwarz fehlt, glaube ich, oder? Ne, der Weihnachtsmann. Ach, da kommt er doch. Da hinten kommt er. Ah. Ist der Nikolaus. Und Geschenk. Ey, wir brauchen Multivitamintabletten. Ich krieg diesen Husten nicht weg. So, und damit begrüße ich euch natürlich auch erstmal da draußen wieder im Live-Chat, liebe Freunde da draußen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Erdbeben. Natürlich ist immer schwierig, so hin und her zu kommunizieren, aber ich hoffe, es geht für euch. Ich hoffe auch, dass es von der Aufnahmequalität einigermaßen in Ordnung ist. Aber wie gesagt, das Ganze ist halt nur mit Livestream für mich möglich, um natürlich auch alle zu hören. Ja, ich wollte eigentlich Starry Sobo. Habt ihr den Freizeitpark da schon gesehen? Nee. Die neue Attraktion von Bohemi. Ja, dann führe ich euch da mal hin. Dann los! Könnt ihr euch totlassen. Ist das weit weg? Ja, das ist ein Stücken. Kann man da Achterbahn fahren? Nee, kannst dir Schwäne angucken. Ach man, du. Ich will Achterbahn fahren. Attraktionen sind geschlossen. Vorübergehend. Ja. Ist ja auch wieder aktuell. Ja, wir sind halt immer noch in der Corona-Folge, liebe Freunde da draußen. Kannst du auch so nennen, das Clickbait. Das sind mehr Aufrufe. Na, nee. So nötig haben wir es nicht. Noch nicht. Aber ihr habt recht, aber wie heftig das Essen ist. Ich habe jetzt ein Stück, ich habe jetzt bisher jetzt nichts mehr gegessen, außer der Tomate. Ah, du hast schon das Fett gegessen, ne? Das hilft am besten, ja, das hält am längsten. Ja, das ist das beste Lebensmittel hier, gebratenes Fett. Ich brauche trotzdem was gegen meinen Husten und Niesen. Ich auch Taschentücher. Gibt's hier Tempo? Klopapier.
Ist aus. Wartet mal, ich glaube, ich hab noch Konsum damit. Könnt ihr euch nehmen. Geh weg, ihr Seuchen. So verschlimm mit euch. Weg! So geil, ne? Immer schön hingeht. Ja, ist sie denn? Geh weg jetzt. Ich bin froh, dass ich die Seuche los bin. Sorry. Vogelmann, die wollen uns nicht mehr. Merkst aber hat geklappt. Ich krieg das schon mit. Aber ich finde die Umgebung hier sehr schön gerade. So, hat was. Ich bin einfach nur glücklich, dass das Wetter jetzt mitspielt. Mit unserem kleinen Wanderzug hier. Wandersimulator. Ja, ja, irgendwie schon. Ja, spielen wir sonst immer ein PUBG. Ich höre Tiere. Und wieder genießt. Was war das? Eine Kuh? Ich hab gepupt. Ein Hirsch. Den könnten wir eigentlich auch jagen. Oh, Hirschfleisch. Ey, da oben ist ein Haus. Das wäre schon mal. Wo ist ein Haus? Ich sprinte da mal kurz hin. Jo. Und wir sahen ihn nie wieder. Dieser Husten. Menschenskinder. Jungs, wollen wir hier warten auf ihn? Ja, können wir machen. Ich weiß ja nicht, wie sieht's denn mit dem Hunger aus? Wollen wir hier ein Feuer machen? Schon irgendwas braten oder so? Wir müssen erstmal was jagen zum Braten, ne? Ich weiß nicht, hat denn nicht vorhin irgendeiner Hühnchen gehabt? Ja, das sind aber nur zwei Stück. Ist nix. Lass uns sehen. Wir gehen dem Geräusch nach und jagen den Hirsch. Ich will dabei. Warte mal auf Vogelmann, dann gehen wir auf Hirschjagd. Da oben geht das, kommt das her, ne? Ich kann es euch nicht sagen, ich habe nur dieses einseitige Headset von Xbox auf. Mein anderes funktioniert ja komischerweise so nicht. Nur in der Party. Ja, ich habe ein Headset auf. Ich glaube da. Kurze Frage. Braucht jemand Slug-Munition? Nee, ich habe die rote. Die rote ist, glaube ich, besser. Sonnigy, hast du die rote Grüne? Streut, die ist so für Nahkämpfe und die grünen sind mehr so für die Distanz. Die streuen nicht so. Okay. Und dann gibt's noch die Gummidinger. Damit ja, knockst du einen Gegenspieler sofort aus, der ist gleich K.O. Also bewusstlos. Hm. Na, ich habe jetzt hier Sonny G die Kugeln hingelegt. Was denn? Aber er muss Leute, ich übergebe mich die ganze Zeit. Leute, irgendwas stimmt mit mir nicht. Was hast du gegessen? Nichts. Schlimmes, eine Birne. Und warte, jetzt warte, warte. Ich brauche unbedingt. Ich brauche was zu trinken. Darfst nicht zu viel auf einmal trinken. Aber, ja, immer nur so zwei so. Schlücke. So. Ja. Toll, sagte mir jetzt. Das ist nicht gut, du stirbst gleich. Ey, Alter, mach keinen Scheiß. Ach, ich hab bloß hier zwei Schlucke gemacht. Aktivkohle, das hilft gegen Vergiftung. Ja, ich hab ihn gerade schon mit Tetra. Was war denn an der Birne? Was war denn an der Birne so schlimm? Die müssen grünen Punkt haben. Also makellos sein. Nicht abgenutzt oder irgendwie sonstiges. Ihr kennt ihn doch, er frisst alles. Weil dann gehst du kotzen. Ja, du bist gut. Sag mal einen Typen, der farbenblind ist, dass dieser kleine 1 mm Punkt aus 6 Meter Entfernung grün, gelb oder sonst was für eine Farbe ist. Du, da gibt's aber noch einen Trick. Da steht dann makellos. So, Hirsche jagen? Hirsche jagen. Ja, ich weiß nicht, mein Ding ist immer noch rot. Also mein, zum Saufen. Gibt's da noch einen Trick? Nicht zu viel trinken.
und nicht viel essen. Ah, jetzt geht's langsam hoch, jetzt geht's langsam hoch. Er stabilisiert sich. Ja, immer ein bisschen warten, dann mal wieder einen Schluck trinken oder was essen. Und dann, aber nicht so viel. Reicht schon, reicht schon, reicht schon, reicht schon. Ich hab Hunger. Ja, sonst kotzt er aber gleich wieder, weißt du? Ich glaub mir, ich bin schon von Tscherno bis nach Tissi gelaufen. Also einmal die Karte und hatte das Problem. Du musst immer nur ein ganz klein bisschen essen, ganz klein bisschen trinken, dann geht das wieder hoch. Grüße dich. Kriegen wir alles nicht mehr. Okay. Gut, dann lass uns mal weiter. Es war. Alter, nee, meine Gesundheit geht runter. Ich hab Durst ohne Ende. Nimm doch mal Abstand, so kann der Junge nie gesund werden. Was soll ich machen? Abstand nehmen. Da stehen bleiben. Tut mir gerade so, als ob ich Corona hätte. Das hört mal auf hier. So, jetzt ist die Flasche gelb. Jetzt sollte es langsam gehen. Ja. Okay, geh mal. Ja, dann lass den Kumpel Hirsch jagen. Ich höre den gar nicht mehr. Ah. Ah, doch. Doch, da war er. Wo? Ja, gesehen habe ich ihn noch nicht, nur gehört. Der Wind ist so laut gerade. Ja, ich glaube, sie laufen. Wir kommen näher. Hast du einen Scope drauf? Ja, Wildschweine. Oh. Wo sind Wildschweine? Nicht hinterher jagen. Ich hab einen Scope drauf. Ach. Wildschwein. Dürfen wir uns noch nicht verlieren. Ja, sorry Leute, ich konnte es nicht erschießen. Ich konnte nicht scopen. Ich habe einen Scope drauf. Also. Ja, ich auch, aber er geht nicht rein in das Scope. Ich muss mal kurz reloggen. Bin sofort wieder da. Okay. Jo. Pam, 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 pam. Hat jemand noch kurz was zu trinken für mich? Ja, ich warte. Hast du was gefunden? Nee. Ich habe auch nicht gesehen, wo die hingelaufen sind. Kurz, kurz. Gut so. Hast du das gerade ausgekippt oder hast du das mir gegeben? Ach ne, es war mir, ja? Krass. Danke! Hier, leg dir das mal an. Hier oben irgendwo rein, ne? Band? Mhm. Drückst du auf Teilen. Bisschen vom Freund, vom Feind. Ah. Da ist er wieder. Muss ich aber das hier ablegen, ne? Warte mal. Und ich kann wieder durch mein Scope gucken. Yay. Teilen? Ihr hört mich auch noch, ja? Ja, ich höre dich. Jo, wie lege ich denn das an, Vogelmann? Auf welchen Slot kommt denn das? Ich habe das in die Hand genommen und dann auf Y und Teilen gedrückt.
Ja, ja, das sind die Armbinden, die ich gemacht hatte. Genau. Da muss er erst teilen, damit kann man die umlegen? Musst du erst mit B, musst du die teilen. Den ganzen Stick in der Hand, das kannst du nicht anlegen. Ah. Jetzt habe ich gerade kombinieren gedrückt, aber... Ich glaube, kombinieren gedrückt, aber irgendwas passiert nicht. Ich sitze echt zu weit weg. Ah. I don't know. Leg mal hin. Oh, ein Pilz. Ah. I, ein Gammelpilz. Der Pilz ist nicht mehr genießbar. Ist aber nur noch ein einziges. Kannst du in die Hand nehmen oder Y drücken. Und du musst dir unbedingt die Hände waschen. Jetzt hat das. Blutige Hände. Jetzt hat das automatisch gemacht. Gerade eben ging es bei mir nicht. Ja. Hast du noch welche im Inventar? Ich guck mal kurz. Hier. Bitte. So, wir gehen weiter auf Hirschjagd oder was? Wildschweinjagd. So. Oder so. Zielst du auf was? Ne, ich scope noch, gucken, ob da was ist. Ah. Ich sehe schon, dass wir uns alle verirren hier. Ah, oh, ich trinke erstmal was. Erstmal ein Prost an alle da draußen. Ah, oh, ist das lecker. So. Sind wir denn alle da? Ups. Im Gebüsch gibt's nichts. Sondern. Da war ich da selber. So ein Hochsitz. Da war's. Hä? Wo? Die Richtung hier. Sieh so nach links an in den Wald rein. Ja, ja, ja. Das ist ein Hirsch. Ja, ist ein Hirsch. Ja, der klingt, als ob er bei der Paarung wäre. Hört sich an wie ich, ey. Na toll, danke für die Bilder. Kleiner Hirsch, Hirsch einmal. Und er tut es. Da hinten, hä? Hirschi, Hirschi, Hirschi. Ah, wir kommen näher. Soll ich schießen? Der lockt uns bestimmt. Wenn er gut, wenn er gut im Visier ist, ja. Siehst du ihn? Warte, nicht bewegen. Oh! War ganz knapp, da rennt er. Ja, ich hab ihn getroffen. Hinterher, schnell. Oh, alle rennen sie, ey. Guck dir das an hier. Bam, 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 bam. Hunger, Hunger. Fleisch, Fleisch. Sieht noch einer? Muss hier eigentlich irgendwo gleich liegen. Die fallen manchmal ja später um.
Na ja, klar. Was bei ihm denn? Er steht hier voll rum. Bestimmt ein Freeze oder so. Hallo? Ja, kann sein, dass das Game gecrashed ist. Wollen wir dann hier kurz auf ihn warten, wenn er sich wieder einloggt? Dass er nicht ganz alleine dann steht? Ja, würde ich sagen. Ich gehe aber mal kurz gucken, ob ich den Hirsch finde. Ja, mach mal. Ja. Ich komme mit dir. Mal hier. So. Alter, die blöde Krankheit. Vogelmann. Ich werde sterben. Ja, wir schaffen das schon. Ich habe extra Atemschutz angelegt. Schön für dich. Und ich? Na, ja, wobei ich habe ein Tuch. Besser als nichts. Ja. Aber man merkt echt, dass es wirklich echt Community-mäßig ab. Oder am besten ist zu spielen, ne? Allein, was wir jetzt in Essen ja, bekommen haben, was trinken ist. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Macht es natürlich jetzt auch ungemein einfacher, ne? Ja, ja, klar. Ich meine, wir haben ja ein paar Leute dabei, die seit Anfang an dabei sind. Das ist ja schon über ein halbes Jahr her seit Release oder schon länger. Ich habe keine Ahnung, wann das auf Xbox rauskam. Na, da ist er wieder. Ja, Spiel ist abgestellt. Ach, sehr gut. Ja, ja, haben wir uns schon gedacht. Jo, haben wir gesehen. Fotos eingefroren. Die anderen beiden suchen den Elch, wir warten hier. Boah, ich hab gerade echt verrafft, wo die hingelaufen sind. Ja, irgendwo da oben hoch, aber frage mich jetzt auch nicht, in welche Richtung, ne? Lass das mal gucken. Ja, bis dahin können wir ja laufen. Ja, weiter weiß ich auch nicht. ich auch nicht. Ich sehe sie. Hallo? Da laufen sie. Ach da. Hallo. Alle wieder da? Moment. Moment mal, war der nicht zu zweit unterwegs? Ja, der läuft hier vorne. Und war der erfolgreich? Nee, nicht gefunden, das blöde Vieh. Kleiner Stein. Ich hab aber auch nichts mehr, ne? Ich hab erstmal die ganze Zeit den kleinen Stein anguckt. Ja. Zu geil. I love it. Steht da hinten einer? Ist er das? Ja. Ja, das ist unser Kumpel. Ja. Ihr habt euch versteckt. Jo. Super. Wollte nicht eigentlich alleine lassen, deswegen. Gut. Na dann, beide. Gut, wie ist der Plan? Wo wollen wir hin? Wo geht's lang? Kleinen Moment, ich muss nur kurz gucken. Freizeitpark. Ach ja, stimmt. Genau, da wollten wir hin. Ja, das Gute ist, die Stimme kann ich schon urteilen. Wo ist er denn? Wen suchst du denn? Niemanden. So, liebe Freunde, wir lassen die hier. Ja, dann lass mal weiter, was? Mal ein bisschen quatschen. Jetzt mal wissen, wo es hingeht. Deswegen bin ich auch ein bisschen ruhiger einfach, damit ich auch selber ein bisschen mitlauschen kann. Aber anscheinend geht's los. Gut, dann gehen wir wieder. Getränkemäßig sieht es jetzt ganz gut aus. Ich habe ja vorhin ein bisschen Angst gehabt, dass es mich jetzt echt erwischt hat, nachdem ich da so gebrochen habe. Und die Erkältung, die will ich nicht weg, aber das liegt halt auch an den Klamotten. Das, was ich mir immer gewünscht habe. Ja, so macht das auf jeden Fall dann mehr Laune, wenn man mehrere Leute... Oh ja. Oh ja. Das stimmt, aber ich würde es ja echt geiler finden, wenn die einen Namen über den Kopf dastehen würden, weil ich kann mir so schlecht Namen merken. Yep. Ich kenne das Problem, das habe ich auch.
Wobei, wir erkennen uns ja ganz gut, wir haben einen Cowboy-Hut. Ja, das stimmt. Und der Weihnachtsmann ist der Weihnachtsmann bei mir, also so oder so. Ja, bei mir habe ich den einen unter Soldat abgespeichert im Kopf und der andere ist der schwarze Soldat. So. Aber wäre nochmal interessant, wenn wir auf andere Spiele treffen. Habt ihr es gehört? Was? Was denn? Tiere. In welcher Richtung? Rechts von uns. Dann gehen wir da nochmal hin. Für ein Gequietsche. Dieser dämliche Husten. So, irgendwie nicht, wa? Doch, Schafe. Doch, Schafe, ich hab's auch gehört. Wir laufen richtig. Ja, die sind bestimmt da hinten bei der Stadt oder bei dem Dorf. Aber ganz, ganz leise nur, ja. Die sind auch ein bisschen entfernt. War das mal hier? Hat einer einen Freeze? Oh, nee. Sind wir alle vollständig? Hier hat jemand gerade einen Freeze gehabt? Ah ja, alles gut. Wo denn? Du hattest einen Freeze gehabt bei mir. Deswegen. Ja, bewegen sich alle. Boah, gut, wir sind alle vollzählig, ja. Alle da, oder? Jut, weiter. Ja, sechs Leute. So langsam kommt auch der Hunger bei mir. Da vorne, das müsste Novi sein, glaube ich. Novi Sovo, oder wie das heißt. Leute, sag mal was, ja. Da ist auch noch ein Militärgebiet, damit da müssen wir mal ein bisschen auf. So und das? Ja, direkt dahinter. Oh, ja, genau, hinter diesen Scheuten da. Okay. Immer ein bisschen auf die rote Halle aufpassen, da hocken sie drauf. Hab ich noch meinen Reis? Wo ist denn der Reis? Hier. Ach, ich muss wieder diese eine Waffe weglegen, ne? Menü, ey. Etwas, woran ich mich nie gewöhnen werde. Boah, da rennen die schon weit weg. Schnell ein bisschen Reis futtern. Oh, das war's jetzt mit Reis. Gut. Schnell. Warten schon auf mich. Nee. Immer muss man auf ihn warten. Nee. Ja, ich musste kurz was naschen. Nee. Hier wäre auch ein Krankenhaus in dem Nest. Ja, da blicken wir nicht schlecht. Vielleicht gibt's da endlich mal die Zauberpillen. Und wie spielt ihr Daisy? Immer in einer Party mit Kumpels oder auch so hier solo und Quatsch Leute bevor? Leider ganz oft nicht. Alleine. Okay. Ja, am meisten alleine die Leute voll quatschen. Ja, geht mir auch so. Hab Streichhölzer gefunden, wenn es wichtig sein sollte. Ich hab nen Regenmantel. Das Problem ist immer nur, die meisten Leute lassen nicht voll quatschen, die schießen immer gleich, ne? Wer macht denn sowas? Wo seid ihr hin? Ah, da.
fühle mich so allein auf immer. Und das ist nur noch der Wind. Jetzt fühle ich mich erst recht allein. Hallo? Hallo? Hier gibt es aber nichts zu holen, ne? Öffnen. Okay. Liegt ja was drin. Schade eigentlich. Hier drüben bei denen hier? Nothing? Lohnt sich nicht so richtig, ne? Die Kofferraume. Wisst ihr, wo sind denn die Jungs hin? Nein, wir werden sie schon finden. Sollte ja wohl kein Problem sein. Waren ja gerade eben noch alle hier, die werden ja wahrscheinlich da lang gelutscht sind. Vorne ist jemand? Oder ist das ein Zombie? Nee, das ist ein Zombie. Nehmen wir mal das Steakmesser. Nee, Steakmesser nehmen wir. Nee. Bevor wir es kaputt machen, lieber nicht. Den schlagen wir so kaputt. Das sind mehrere Zombies. Hat er mich gesehen? Der hat mich gesehen. Scheiße. Piss dich! Wo sind die alle hin? Hallo? Wo seid ihr alle? Hallo? Scheiße. Die Tür zu machen. Guck mal, hocken hier die Zombies bei mir. Oh, das Munition. Nehme ich erstmal mit. Ey, pass mal einen Moment hier auf, ist die ganze Gruppe weg. Halt die Fresse da draußen. Menschenskinder. Hey, die Fenster aufmachen. Hallo? Wenn ich jetzt rufe und das Ingame ist, dann hören das doch auch die Zombies, oder nicht? So eine Scheiße. Alle weg. Was ist das hier? Nochmal ein Regenmantel. Schöne Farbe. Ich mach erstmal platt. Scheiße, kommt noch ein Zombie. Noch ein Zombie. Hilfe! Ich verblute. Scheiße. Mach zu, mach zu, mach zu! Oh. Fuck. Hilfe! Leute, Hilfe! Hört mich jemand da draußen? Jetzt sind's ab. Wo schießt ihr denn? Oh, Alter, fick dich. Wo sind sie denn? Nicht. Da sind auch die Zombies hingerannt. Hallo? Alter. Der gehörte nicht zu uns. Ich bin tot. Und wollte ihn töten. Das war's. Scheiße. Liebe Freunde, und so nimmt das Community-Treffen leider Gottes ein Ende.
Es war schön, dass man, ja, ich sage mal, wunderbar 35 Minuten hingekommen haben. Eine wunderschöne Zeitlänge. Letzte Folge war ja ultimative Überlänge. Aber jetzt bin ich hier wieder ganz, ganz alleine. Und ich werde jetzt erstmal den Leuten da draußen Bescheid geben, dass ich verstorben bin. Und dass es dementsprechend zu Ende ist. Aber ihr könnt gerne mit dranbleiben. Ihr könnt gerne mit dranbleiben. Und ich kriege auch gerade vom Vogelmann eine Sprachnachricht. Achtung, wir werden mal zusammen reinhören. Ich war in ein Haus, wurde von Zombies angegriffen, halb zerfetzt, bin dann zur Halle gegangen, wo ich dachte, ihr seid das. Und dann waren das aber Feinde und wurde umgeschossen. Also falls du noch die anderen von uns gesehen hast oder siehst, sag den Community-Treffen, hat Spaß gemacht, ist vorbei, weil ich bin tot und bin irgendwo wieder gespawnt. So, also liebe Freunde, so verabschiedet man sich in Daisy wunderbar mit WhatsApp. Ja, dann würde ich doch mal sagen, was habe ich denn eigentlich für einen Knopf jetzt gerade hier? Sie? Nee. So nicht. Ich gehe eine Runde baden. Ihr da draußen, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch heute noch ein richtig schönes Wochenende weiterhin. Also, damit meine ich jetzt für die Leute, die im Livestream dabei waren hier beim Community-Treffen. Und für euch da draußen natürlich bei YouTube einen wunderschönen Dienstag noch. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Mal gucken. Wir werden bestimmt sowas nochmal öfters machen, dass ich irgendwie mit euch da draußen zocken kann. Ist halt immer schwer, halt mit diesen erstmal Treffen, alle Mann, da muss man sich organisieren. Das ist natürlich viel, viel, viel Arbeit vorweg, aber mein Gott. Kann man eigentlich auch tauchen? Ich würde gern tauchen. Kann man nicht tauchen? Schwimmen? Aber nicht tauchen. Ich wollte eigentlich ersaufen, aber es geht nicht. Na gut. Gut, der Vogelmann hat mir mal eine Sprachnachricht geschickt. Dann hören wir nochmal zusammen rein. Ich bin von der ganzen Schießerei abgehauen, habe mich in den Haus gesetzt und warte da jetzt. Die andere Spieler, der mit uns da war, ich habe gesehen, wie er schossen wurde, der hat mich weggeguckt und dann bin ich jetzt rausgelaufen und er lebt immer. Oh Mann. Also, ihr seht schon. Crazy, crazy, crazy hier zum Schluss. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis dahin, haut rein, euer Sonnenschi und Dankeschön für eure Unterstützung. Ciao.